Die Legende vom Drachenkrieger nahm viele Drehungen und Wendungen. Die Reise des Kriegers führte ihn zu vielen Herausforderungen und durch viele Länder, wo er sich vielen Gegnern stellen musste. Aber auch wenn erzählt wird, dass er die weiten Ödlande durchirrte in den Fußstapfen anderer, weniger mächtiger und weniger unglaublicher gefallener Helden, so sagt man, dass sein Mut grenzenlos war. Ebenso wie seine Größe oder seine Ausdauer. Man sagt, er war unaufhaltsam. Eine absolut unaufhaltsame Kampfmaschine mit außergewöhnlichen Kung-Fu-Künsten. Auch wenn der Kung-Fu-Meister schwitzte, müde und total verirrt war, nichts konnte unseren Helden aufhalten. Oh, ich bin so enttäuscht. So hungrig. Po? Po? Wo? Erhebe dich, Drachenkrieger. Es ist an der Zeit, deine Bestimmung zu erfüllen. Meister Oogway, seid das wirklich ihr? Natürlich. Wieso fragst du? Nun, ihr schwebt irgendwie. Und ihr seid voll in Glitzerzeug gehüllt. Ja? Und dann war da ein... Hey! Wo ist mein Keks? Drachenkrieger, folge deinen Instinkten, folge den Keksen. Das Geheimnis dieses Ortes wird dir offenbart werden. Folge den Keksen, Drachenkrieger. Mandelkekse. Okay, hier komm ich! Lüfte das Geheimnis von Tai Lungs Trainingsgelände. Löse 4 Mondsteine. Hallo, hier sind Malte. Und Lisa. Und wir spielen mal wieder eine Runde Kung Fu Panda. Panda. Ja, wir sind jetzt hier und müssen hier rumrollen. Erzähl doch mal was. Was genau ist denn jetzt unsere Aufgabe? Da, das wird dir gesagt. Ah, okay. Gut, also ich soll den Fackeln folgen. Genau. Aber erstmal Münzen. Münzen. So. Was ist denn das hier? Deko. Ich habe auch schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Ich weiß deswegen auch so überhaupt nicht mehr, wie das Spiel geht. Ja, sonst erstmal zu den Fackeln und dann also sind, weiter. Sind hier überall Fackeln? Ja, sind da schon. Da sind Fackeln und. Ja, du musst irgendwie, glaube ich, auf die Türme rauf und dann nachher runterrollen. Weil hochlaufen, wie du siehst, funktioniert nicht. Ach so, okay. Ich muss also erstmal die Türme hochklettern. Konnte man hier überhaupt klettern? Ja, ne? Hier so. Genau. Okay. Ist voll Assassin's Creed und so. Nee, hä? What? Hüpf. Genau. So, Po, dann mach mal. Süppchen. So, okay. Wir müssen ja noch weiter nach oben. Hier, ne? Nein. Ja. Da nicht. Ach doch, Doppelsprung gibt's ja auch. Genau. Aber kann ich noch höher springen? Nee, höher geht er nicht. Und dann guck gleich mal auf der anderen Seite, ob du da noch irgendwas findest. Wenn nicht, roll einfach runter und guck, wo du landest. Okay. Ah. Genau. Super. So, jetzt ist er ordentlich kloppe. So, was ist denn überhaupt? Wo sind wir denn überhaupt? Und was müssen wir überhaupt machen? Im Allgemeinen. Ja. Das ist die große Frage. Ja, ich bleibe auch nicht aufgepasst. denn unser kleiner Hamster, der hat wieder mal rumgestresst. Deswegen haben wir gerade im Anfang die Geschichte nicht mitbekommen, sondern mussten den Hamster wegtragen. Aber na gut. Ja. Jetzt mal alles verkloppen und Sachen einsammeln, glaube ich. Genau, ja. Wird schon richtig sein. Ja, und sieht jedenfalls so aus. Da, wo Münzen sind, da wird es schon weitergehen.
So, okay, hier ist schon mal ein Schalter oder sowas. Da stand irgendwas mit 1 von 4. Ist jetzt die Frage, ob ich, also... Ja, 4 von den Kulan. Ja, wird man wohl machen müssen. Mhm. Ne? Ah, okay, die rollen dann da rein und dann, mal gucken. Ach so. Ja, ist natürlich logisch, dass es dann runtergeht. Und hier komme ich nicht runter. Nee. Ist voll scheiße. Ach, hier geht's runter. Okay, gut. Dann... gehen wir doch mal... Links da. So, okay, das sieht... Ach so, nee. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Falle oder sowas. Oh Gott. Ich glaube, Fallen gibt's hier nicht. Okay, so, dann rollen wir jetzt auch hier hoch. Ich hoffe, ich krieg... Ja, doch, doch. Okay. Aber die lassen sich relativ leicht besiegen. Mhm, noch. Ja, aber wir hatten schon echt Gegner, die wesentlich stärker waren. Okay. Nächster Kulla. Klumps. Okay, gut, dann jetzt wieder hier irgendwie runter. No. Bumm. Ja, die Münzen weisen ja echt den Weg, also. Ja. Da dürfte es wirklich. Spiel ist jetzt schon auch nicht so. Nee. Anspruchsvoll. Ja, also für uns schon auch noch schwierig genug, oder jedenfalls für mich, aber. Genau. Aber nicht jetzt, ne? Den normalsterblichen 12-Jährigen überfordert das jetzt nicht unbedingt. Okay, ich glaube, ich muss erstmal hier hoch. Bumm. Ja. Ich weiß, wie es geht. Lass mich in Ruhe. Eine noch, dann haben wir's. Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich da, wo wir eben schon mal waren. Juckt der Bart. Hey, da drüben sind. Okay, dann gehen wir mal hier so hinterher. Mhm. Ja, Münzen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie. Also bringen eine Münze denn richtig viel? Ja, doch, so ein bisschen. Eine einzige Münze bringt eine einzige Münze. Naja, ich meine jetzt im Sinne von, wie viele Münzen braucht man denn eigentlich so für so Standardsachen? Das war so die. Na, anfangs waren es, glaube ich, gar nicht viel, mal so 10 oder so und dann halt je nach Stufe wird es dann immer teurer. Okay. Das war wohl nichts, ne? Ja, ich vergaß, dass man hier Doppelsprung benutzen kann. Okay, jetzt muss ich ja wieder irgendwo hoch, wo ich schon mal war. Genau. Ich kann leider nicht weiter nach oben gucken. Aber da kannst du ja hochgehen. Okay. So, genau, jetzt geht das nämlich hoch. Und... Hopp. Ja, es hieß ich gerade nicht so ganz... Er ist nicht so ganz im... Naja. Frei von Fehlern, würde ich mal behaupten. No. Ein bisschen schwierig programmiert. Okay, ja, der ist ja schon mal weg, oder? Ja, genau, aber da kannst du ja dann irgendwie runterrollen, um auf die anderen raufzukommen. Na, oder auch nicht. Ich weiß jetzt nicht so genau. Wird jetzt nicht hier. Na, da hinten, wo die Fackeln brennen, da musst du ja noch hin. Ja. Und bis jetzt hat es ja immer so funktioniert, dass du irgendwo hochgerollt bist. Gut, aber hier war ich ja schon. Der einzige Weg, wo es noch lang geht, ist ja dann hier lang. Oder nicht? Oder was? Oder wo? Oder wann? Oder wie? Oder was? Oder warum? So, okay, hier war ich ja gerade. Jetzt versuche ich genau. Mal was zu kriegen. Doppelsprung! Glückwunsch! Yeah. Glückwunsch! Yeah, cool, fett, krass! Yeah, wuhu! Was? Hm? Ja, aber theoretisch müsste ich ja irgendwie den einen Turm, den da, hoch, um... dahin zu rollen. Aber du kannst ja auch so rollen. Versuch mal so hoch zu rollen. Vielleicht funktioniert das ja auch. Na, was wird das jetzt? Du kannst. Nee, okay. Hätte, 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 ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh, doch, okay. Ja, es ging jetzt nur hier. Aber ja. Dann kann ich halt. Hallo. Hm, auch nicht hoch. Da ist noch ein, so ein Taler. Glückwunsch! So, okay, ja, dann würde ich mal versuchen, hier runter zu rollen und dann... Dann volle Möhre, los! Ja, das sieht ja schon mal gut und richtig aus. Bam! So muss das sein. Jetzt. Was ist denn hier los? Wovor?
Ja, aber muss ich nicht woanders hin? Hör? Bom, bom, bom. Lass dich von den Münzen leiten. Ich lasse mich vertraue halten. Den Münzen. Ja. Sehr schön. Ja. Okay. Komm ich jetzt hier hoch? Ja, gut. Ah, hier. Jetzt hoch. Los, Po. Ich frage mich aber... Okay. Ich frage mich aber wirklich, wie man auf diesen Namen Po kommt. Also, ob der im Japanischen oder so, oder da, wo das herkommt, so. Keine Ahnung. Irgendeine Bewandtnis hat. Vielleicht heißt es auch einfach nur Po. Na los! Okay, du meinst, da ist kein tieferer Sinn hinter? Mach schon. Vielleicht hat es auch so die total krasse Bedeutung bedeutet. Krieger oder... Ist dies oder, das Geheimnis der oder Mandelkekse? Oder Kuschelbär. Ja, Kuschelbär, das oh, das ist der Böse. Hallo. Du bist es. Ich meine, er. Wieso kommst du zu meinem Trainingsgelände? Oh. Wieso? Ich kam wegen der Kekse? Hey! Wow! Wow! Hey! Ich bin okay. Ich bin okay! Okay. Ich bin nicht okay. Doch, wir sind sehr okay. Denn jetzt wird nämlich gehauen. Und das Tollste an so Klopp-Spielen ist ja, dass man ohne Ende Gegner verhauen kann. Das macht ja gerade den Spaß aus. Oder? Ja, aber es ist zu wenig. Ja, mir reicht das auch nicht. Also es ist ganz schön wenig. Ja, ich muss gar nicht mehr schießen. Ich alle Klopps. Komm, wir räumen da ein bisschen. Ja, oben. Ach so, ja, das war glaube ich so. Wie war denn das? Die Tore, wo sie alle rauskommen, musst du irgendwie verschließen. Ja, ich behaupte mal, man muss genau. Die da räumen. Genau. Hallo, mein Freund, ich hau dir jetzt Gewicht. So. Oh, da der Kampfstab, nimm dir den Kampfstab. So, ja. Yeah. Ich bin super cool. Und so sieht das doch alles schon viel cooler aus. Ja, aber ich bin ja endlich Po, also. Hallo. Okay. Jetzt leg das doch mal weg. Okay. Hau dich mal bitte den Stab weg. Ja, gut, das wird nix. Doch, jetzt ist er weg. Ja, wenn ich nicht ablegen kann, dann muss man ihn natürlich so lange kaputt kloppen, bis er irgendwann weg ist. So, dann das mal. Und dann das da hin. Hallo. Ja, es sind zu wenig Gegner. Vor allem Bogenschützen nerven immer so. Was sind denn eigentlich diese Kugeln hier? Die zeigen mir wohin, ne? Also. Da. Wahrscheinlich. Obwohl, die jetzt hier, glaube ich, gar nicht so viel gemacht. Oder ich glaube, das ist Mana, Mensch. Ne? War das nicht das Mana? Kann auch sein. Heißt das überhaupt Mana? Das heißt wahrscheinlich Chi, oder? Genau. Chi oder so. Bumm. So, ja, ist doch gut. Okay, wo kommt der hin? Da so, sieht doch gut aus. Nein. Aber ich würde sagen, wir sind Profis, ne? Wir sind ja auch der, ne? Der Kung-Fu-Krieger. Der Drachenkrieger. Nein, der Kung-Fu-Krieger. Wir sind der Kung-Fu-Krieger. Das heißt ja auch nicht der, das heißt nicht, ne? Ja. Drachenkrieger-Panda, sondern... Okay. So, jetzt hört doch mal ein Schuh raus. Es gab auf jeden Fall einen komischen Angriff. Was wird da geguckt? Wohin guckst du? Du. Das geht dir gar nichts an. Sagt es mir. Okay, ein Tor brauchen wir noch. Da ist es. Und falsche Taste. Tatsächlich. Ist ja nicht so schön, ne? Nee. Ja, wenn man das so gewohnt ist von... Nein. Mach ihn fertig. Links, rechts. Los. Gehen denn hier dieser Kinnhaken. So, genau. Den wollte ich eigentlich machen. Da ist noch einer. Komm her. Bumm. Schmerz! Gut, dann werfen nochmal das Tötchen. So, wir brauchen
nichts. Klöschen. Ja, wollte ich gerade holen. Oh, da kommt jetzt jemand. Wir sind anscheinend auf der Suche nach Mandelkeksen. Warum auch immer. Und der Böse, wie auch immer der heißt, wie heißt der? Wer ist der Böse? Tigris war ja der Gute. Der heißt... Wow. Tai Lung. Schlimmer Finger? Ich weiß nicht genau. Heißt er nicht Tai Lung oder so? Ja, kann schon sein. Perfektioniert von Meister Wuxi in der Dynastie. Was tut das hier? Das ist für dich, Drachenkrieger. Seid ihr das, Meister Oogway? Es wird Nein. sein, dass du deine Bestimmung erfüllst. Doch. Also, keine Pixel. Hallo? Gesundheit. Danke. Okay, das Level haben wir geschafft. Das heißt, ab geht's ins nächste Level. Yeah.